singt, geht frei. Braucht Österreich eine Kronzeugenregelung? So lautete die Frage, die am Dienstag zahlreiche Interessierte zum Dienstag der ÖVP auf den Karmeliterplatz in Graz lockte. Unter Leitung von Gisela Hopfmüller diskutierten Justizministerin Claudia Pandion-Ortner, die Präsidentin der Rechtsanwaltskammer Steiermark Gabriele Krenn, der Präsident des Landesgerichts für Strafsachen in Graz Friedrich Kicker und der Gerichtspsychiater Universitätsprofessor Max Friedrich. Ich hätte gern kurz zusammengefasst Antworten auf die Frage, abgeleitet von unserem Übertitel, soll freigehen, wer singt? Fragezeichen. Korruption im Bereich der organisierten Kriminalität, das sind Strukturen, die sehr, sehr schwer zu durchbrechen sind. Und man muss sich fragen, ob wir hier neue Methoden bei den Ermittlungen benötigen, ob wir neue Instrumente im Strafprozess benötigen. Und eine Lösung, eine mögliche Lösung wäre die Einführung einer erweiterten Kronzeugenregelung. Und für eine gänzliche Strafbefreiung, da bin ich eher skeptisch, vor allem, weil diese doch sehr im Widerspruch mit dem Legalitätsprinzip stehen würde. Es ist unserem Verständnis von Strafrecht innewohnend, dass wir sagen, es gibt eine Relation zwischen Schuld und Strafe. Und in dem Moment, wo ich sage, jemand hat zwar gleich viel Schuld an der Tat wie ein anderer, geht aber frei, weil er eben den anderen verpfeift, durchbreche ich diesen Grundsatz ganz massiv. Und ich lehne eine Grundzeugenregelung, die zur völligen Entlastung des Täters im strafrechtlichen Sinne führt, ab. Ich kann ja nicht ein Strafrecht schaffen, dass ich sage, du arbeitest mit Netz. Wenn du erwischt wirst, dann brauchst du nur irgendwo die anderen hochgehen lassen und du bist frei. Ich glaube, das würde ja sogar eine Provozierung von Straftaten in diesem Bereich darstellen. Ich würde auch nicht dafür sein, dass man eine Straffreiheit irgendjemandem zubilligt, der ein Krimen gemacht hat. Ich denke aber, es gibt Bereiche, in denen man zumindest die Hilfe in Anspruch nehmen sollte. Ich denke an das Schlepperwesen. Ich denke an die große Szene der Geheimprostitution in Österreich, klar, weil ich ja auch sehr viel mit Sexualdelikten zu tun habe. Also wenn wir davon ausgehen, dass die Kronzeugenregelung die bereits bestehenden Möglichkeiten erweitert werden sollen, dann wohl genau für den Bereich einerseits der Korruptionsbekämpfung, andererseits natürlich auch in anderen Bereichen der organisierten Kriminalität. Denn eben dort ist es besonders schwierig, in diese Strukturen hineinzugehen und diese Strukturen zu durchbrechen. Dort schotten sich die Verbrecher oder diejenigen, die diese Tatbestände begehen, ab. Wir haben jetzt eine kleine Grundzeugenregelung, das wissen wir. Und Sie, also den Strafnachlass, nicht ja, die Befreiung, sondern den Nachlass. Sie kommt praktisch nicht zur Anwendung. Warum weil, ist das so? Ja, weil wir müssen ja immer bedenken, wir haben erst dann setzt es an, wenn der Täter in den Mühlen der Justiz ist. Weil solange er nicht erwischt wird, ist das für ihn immer noch die bessere Lösung. Von der Publikumsrunde gab es auch Kritik an der Aktualität des Themas. Im Grunde genommen war sie leider sehr harmonisch. Das Thema an sich brennt natürlich unter den Nägeln. Allerdings bei den großen, glamourösen Fällen, wie das auch die Frau Bundesminister gesagt hat, in der täglichen Arbeit dort, wo die Staatsanwälte, die Richter, aber auch die Rechtsanwälte sozusagen an der Front stehen, dort fehlt Personal und dort ist kein Platz für schöne Gedanken, wie das vielleicht in ein paar Jahren sein könnte. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass sich die Gerichtsbarkeit als solche zu 107% selbst finanziert, müsste doch Platz sein, hier die Gerichte und Staatsanwaltschaften so auszustatten, dass wie der heutige Abend es gebracht hat, die vorhandenen Instrumentarien so ausgenutzt werden können, dass die rechtssuchende Bevölkerung auch zu ihrem Recht in einer vertretbaren Zeit kommt. Umso aktueller das Thema des nächstwöchigen Dienstags. Das ja nächste Woche soll es wieder ein bisschen heißer hergehen, nämlich das Verhältnis von Ökonomie und Ökologie. Können die Ökologen eigentlich richtig wirtschaften? Oder können die Wirtschaftler mit unserer Umwelt richtig umgehen? Anders gesagt, darum geht es nächste Woche. Wir haben einen ganz prominenten Manager auf dem Podium. Von Shell International kommt Karl Rose, der uns eigentlich erzählen wird, wie Shell den Zugang zum Umwelt hat. Wir haben die Clubobfrau der niederösterreichischen Grünen, Madeleine Petrovic, auf der Bühne. Und wir haben den Präsidenten des Biomasseverbandes,
Koppitz bei uns zu Gast. Ich hoffe, es wird wieder spannend.